Ja. Okay. Okay, muss die Lautstärke so da aufpassen. Hallo. Bin wieder da. Unbanned. Zumindest für derweil. Also ich war jetzt ja die Tage offline, beziehungsweise am 22. November hat sich Kabam gedacht, sie müssen mich sperren. Zumindest vom Markt ausschließen und mir eine Strafe von minus 5000 Gems geben, beziehungsweise meine 3500 Gems haben sie mir weggenommen und dann noch eine minus 5000 Gem Strafe draufgehauen, weil sie haben mich des Bottings, Cheating und so weiter bezichtigt. Nice, Legendary. Und ja, da habe ich ein Ticket geschrieben, habe denen gesagt, dass sie gefälligst meine Videos checken sollten, damit sie sehen, dass ich eben nicht gecheatet habe. Und ja, haben mir alles zurückerstattet, also alles wieder auf Kurs. War natürlich ärgerlich. Hat mich sehr genervt. Nervt noch immer ein bisschen. Aber ja, kann man nichts machen. Jedenfalls nochmal fürs Protokoll. Ich habe natürlich nicht gecheatet. Ich habe natürlich nicht gebottet. Weil jeder, der was mein YouTube schaut, beziehungsweise im Stream dabei ist, der sieht ja, wie ich spiele. Und sieht auch die Strategien. Das habe ich ja alles offengelegt, mehr oder weniger. Von dem her. Naja. Hoffen wir mal, dass das jetzt zukünftig auch so bleiben wird. Also im Endeffekt, ich kann mir halt vorstellen, dass ein paar. Ich bin noch von der besten Liste gesperrt, muss man dazu sagen. Ich kann mir halt vorstellen, dass da irgendwelche Leute halt gesehen haben, hoppala, der gibt ziemlich Gas, den muss ich melden. Ja. Ist wie es ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt mal wieder unbanned. Ist ja dann doch wieder relativ schnell gegangen. Hat 2 Tage gedauert. 2, 3 Tage. Bei dem ersten Ticket wollte er nicht wirklich verstehen, was ich ihm eigentlich gesagt habe. Ich habe ihm da schon gesagt, du, ich stream den Shit. Ich hau das alles auf YouTube. Ihr müsst meine Videos checken, damit ihr seht, dass ich nicht cheate. Hat er nicht verstanden gehabt. Dann habe ich noch ein Ticket eröffnet. Die Sache noch mal klarer und deutlicher ausgedrückt. Ja, dann hat das weiter gesendet zum Team. Das Team hat das dann untersucht, nachgeschaut, auch gecheckt, ob ich auch wirklich nicht cheate. Und dementsprechend, ja, wieder unbanned vom Markt. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Gut. Ah, wir haben Gold City Event. Dementsprechend wollen wir da jetzt noch ein bisschen Gas geben, damit wir möglichst noch Kisten bekommen. Ah, genau. Das Package, was es da gegeben hat. Das Package und den königlichen Händler, den habe ich mir auch gegönnt. Was Solitar eh schon erwähnt hat. Und zwar über den Epic Store. Mit dem Rabattgutschein, Black Friday Rabattgutschein.
Ja, und da habe ich mal ein bisschen eingekauft. Wir haben ja auch die Champion-Seele geholt mit dem komischen Kings-Bundle da. Da, wo du zuerst 6 andere kaufen hast müssen. Beziehungsweise, ja, ihr wisst ja, wie es ist. Das habe ich mir auch ausnahmsweise mal gegönnt. So. Und jetzt steht wieder das normale Grinden auf dem Plan. Sehr gut. Und dafür wollen wir gleich mal alle heilen. Und dann ist hier Abfahrt angesagt. Meine Schwächeren losschicken. Achso, die Champion-Seele habe ich, by the way, Ashley in die Hand gedrückt. So. Ah, sehr gut, wieder was weg. So, das können wir auch verkaufen, weil da haben wir ja schließlich das Legendary jetzt. Hauen wir auch gleich mal rein. Ness. Okay, fühlt sich aber auf jeden Fall wieder gut an, unbanned zu sein. Aber mich würde trotzdem interessieren, was sie dazu gebracht hat, anzunehmen, dass ich cheate oder Botting betreibe oder sonst was. Weil ja gut, klar, wenn man jetzt auf meine Daten schaut, vor 3 Monaten hatte ich nicht mal die Hälfte von dem, was ich jetzt habe. Aber wie gesagt, die Videos beweisen es ja, dass ich das alles erspielt habe. Ja, ich check's nicht, warum sie das gemacht haben, wer da das Ganze gemeldet hat oder mich auf Verdacht gemeldet hat, keine Ahnung. Das ist ein bisschen. Ist auch ein bisschen scary, dass sie dir von heute auf morgen quasi alles wegnehmen können. Grundlos vor allem. Ja, hoffentlich kommt es halt nicht wieder vor. Okay. Wir sind auch wieder gut aufgestellt. Das übliche Platin-Zeugs drum und dran. Ich denke mal, die Patch-Notes hat eh schon jeder gelesen. Was da eben kommen kann, was da eben kommen wird.
Ist auch sehr interessant. Neuer Arbeiter, neue Funktionen. Da wird spannend werden. Bin auch sehr interessiert daran, wie das mit den Champions und den Auren dann funktionieren wird. Wie viel Potenzial da wirklich drin liegt, weil es bufft ja im Endeffekt dann auch die Gruppe. Also nicht nur den Champion an sich ein bisschen, sondern ist ja, ja Aura gruppenübergreifend. Geile Sache. Auto Surcharge, nice. Ranking. Achso. Okay. Was auf jeden Fall klar ist, wenn die Auren kommen, also das sollte dann doch irgendwo ein solider Buff für die Gruppe sein. Da wird der Turm des Terrors dann auf jeden Fall Watschen einfach werden. Oder halt einfach her. Du brauchst ja grundlegend dann trotzdem noch die richtigen Elemente, das ist sowieso Grundvoraussetzung. Aber wird auf jeden Fall smoother funktionieren alles. So. Okay, also das ist weg. Da ist der Legendary Attempt leider fehlgeschlagen. Kann nichts machen. Ah ja, das sind halt die ganzen Items von den Bundlen, die ich gekauft habe. Die sind dann dementsprechend auch noch zu meistern. Die zwei Dinger auch. Ansonsten sind wir schon wieder auf Kurs. Normalerweise sollte der König auch bald mal wieder auftauchen. Und mal drüber kontrollieren, ob wir wohl kein Crap-Item draußen haben. Das will ich ihm verkaufen. Die zwei will ich ihm verkaufen. Ja. Also wenn er jetzt bald mal auftauchen würde, dann wäre ich sehr froh. Vierzehn.
Beautiful. So, ich muss mal was schauen, und zwar Gesuch. Pass auf. 17. Und das ist für 22. Gekauft habe ich das damals für 14. Ja. Würde 100 plus machen, gell? Wäre nicht so bad. Wäre nicht schlecht. Das kann ich noch nicht verkaufen, weil ich da noch nicht mal die 25% drauf habe. Das wäre ein bisschen fail, die Axt jetzt schon zu verkaufen. Oder Schwert, was ist das? That's a Schwert. Wir machen natürlich weiter mit dem Sammelbuch. Kurzes Update zum Sammelbuch. Die Echse, die haben wir letztens auf Legendary bekommen. Von den Geistern fehlen mir jetzt nur noch der Mammut episch und der Dino auf episch. Jetzt können wir nachher gleich mal einen Angriff nehmen. So, ja, Geister haben wir bald. Dann Elemente sind wir alle durch, bis auf Darkness. Darkness muss ich die zwei noch holen. Und von der ersten Page fehlt uns nur noch der. Da sind wir gerade dabei, den zu machen auf Legendary. Und dann gehen wir eh schon die zweite Seite an. Also Schwerter habe ich ja schon durch, die zweite Seite. Und natürlich hier halt Axt, Dolch haben wir das jetzt vor kurzem gefertigt. Ja, Keulen schaut auch schon super aus. Haben wir sogar das schon. Das ist der Karottenspeer, der hat die Hasenlanze, die ist leider fehlgeschlagen. Also da hatte ich einen Legendary Attempt mit Fusionieren, ist aber leider fehlgeschlagen, kann man nichts machen. Dann geht's hier weiter, jawoll. Okay. Aber noch immer das übliche Hauptziel ist, mal die erste Seite fertig zu bekommen, das heißt den Zyklopen. Und ich würde sagen, das Problem ist halt, die brauchen auch Kräuter. Ja, der Zyklop braucht Kräuter, die brauchen Kräuter. Genauso wie die Kräuter in der Produktion brauchen. Deswegen muss ich halt nebenbei, bin ich eben nebenbei schon bei den Schwertern und so.
Ja, yeah, einfach mal Musik-Skip, auch geil. So, wir brauchen für diese Woche nur noch einen Punkt. Da warten wir auf Rabatt. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Da warten wir wieder auf die Quest mit Rabatt geben oder sonst eben Zuschlag. Ja, auch so einzelne Prämienpunkte da. Einfach damit es wieder schön rund ist. Sozusagen. Von den Punkten her habe ich natürlich jetzt nichts gemacht, weil... Ja. Wegen den einen komischen Bann halt. Deswegen sind wir da ein bisschen in die, sind wir ein bisschen ausgebremst worden. Aber gut, it is what it is. Problem ist halt natürlich, das dauert halt alles schon relativ lange, die ganzen Produktionen, gell. Ich meine, gut, die T13 Sachen sowieso, das ist eh klar. Aber selbst die kleinen Sachen, die ich jetzt produziere, um das Buch zu vervollständigen, dauern schon relativ lange. Sackt ein bisschen. Wir haben noch 258 Federn. Champion-Seelen könnten wir dann auch 3 Stück, zumindest wegen dem, machen. Aber es ist ja komplett insane, welchen Wert halt der Mondstein natürlich bekommen hat. Weil für die ganzen Produktionen brauchst du ja irrsinnig viele Mondsteine. Und ja, da bist du ein klarer Gewinner, wenn du dir als Mondsteine reinstellst. Würde mich eh mal interessieren, welchen Wert es derzeit hat, pass auf. Und zwar Mondstein, Krieg und Sieg. Also irgendwie. Das war ja da, genau. 2 Gems. Kriegst du jetzt nur noch für Gems. Kauf die wirklich wert für Gems. Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, oder? Champion-Seele. Braucht ein T10 Legendary, 300 Mondsteine, 2 Titanenseelen, was noch? Was habe ich da gelesen? Jedenfalls irrsinnig teuer.
Sehr gut. Genau, beim Händlerhandbuch haben sie es auch gepostet, gell? Und zwar Ankündigungen, da ist es. Updates. Zwei Titanenseelen, einen legendären Gegenstand Tier 10 oder Plus. Ah ja, genau. 5 mythische XP-Getränke. 10 Phönixfedern, 300 perfekte Mondsteine. Die mythischen, das waren das mit Instant Level, gell? Oh ja, fuck. Damn. Nice. Also wahnsinnig teuer an der Produktion. Aber vermutlich worth it. Auf die Auren bin ich schon gespannt. Aura-Songs sind besondere Edelsteine, die mit Musik verzaubert werden. Ähnlich wie Vertraute können sie nur von Champions ausgerüstet werden. In einem speziellen Ausrüstungsplatz. Und verleihen ihnen eine einzigartige Aura. Der Aura-Song gewährt Champions, Statusboni oder aber die Aura gewährt auch der gesamten Gruppe einen Bonus. Jede Aura hat ihre eigene Wirkung. Cool. Warte, da war aber noch was, oder? Da war doch noch irgendwas, oder? Ja, whatever. Aber wird auf jeden Fall spannend werden, was da alles kommt. Oder wie es sich dann im Endeffekt auswirkt. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Champions damit auch mal endlich einen Stärkeboost bekommen. War meiner Meinung nach eh schon überfällig, dass die mal ein bisschen geboostet werden. Gar keine Goldthronen mehr, oder was? Cool. Ah ja, schau. Kann man zum Glück billig einkaufen. Wir haben 3600 Aufstiegsrollen, das heißt, wir können ohne weiteres normalerweise uns noch ein paar Prozente holen. Aber ich will trotzdem mal den Dienstag abwarten, um zu sehen, wie viel wir im Endeffekt brauchen, um alles von denen halt zu boosten zu können. Das ist ja, glaube ich, ein Worker, den du wieder für echt Geld kaufen musst, glaube ich. Was irgendwo auch eh klar war, dass das so sein wird. Aber ja, ich werde mir kaufen, auf jeden Fall. Bin wirklich schon gespannt drauf. Mal kurz schauen, ob irgendwas in Reichweite wäre. Hexendinger haben wir auch noch. Lügengeist. Nein, da ist gar nichts in Reichweite. Haben wir von Zyklop eigentlich. Da haben wir nur ein blaues, nicht mal ein episches. Bruh.
Natürlich ein bisschen risky, weil der König schon kommen könnte. Aber ich hoffe mal, dass wir es noch wegbringen, das Zeug. Bevor der Boy auftaucht. Sehr gut. Für diese Woche haben wir auch schon wieder investiert. Irgendwas bei 20G oder was wir investieren konnten. Das heißt, das ist auch durch, weil Sonntag ist ja wieder die Gildenabrechnung oder halt die Bilanz wird gezogen. Macht immer unser lieber Mutel, keine Ahnung, wie man ihn aussprechen soll. Glasierte Porte legendär. Nice. Stark. Ah ja, wir haben by the way ein neues Mitglied. Ja. Und zwar den Gunny. Gunny. Sehr solide. Das ist natürlich. Da wird das zwar schon wieder angezeigt, aber hier sind wir halt da. Null. Das sagt er bisher. Aber es wird anscheinend beim Gildenrang noch dazu gezählt, weil sonst wären wir nicht auf Platz 68. Glaube ich halt. Die Kisten wollen wirklich nicht verkauft werden, was? Preise sind auch zu hoch, das wird wahrscheinlich spottbillig sein, oder? Ja, geht eigentlich. Aber ich habe es noch nicht mal gelernt, den Blueprint, dementsprechend auch noch nicht gemeistert. Also habe ich nicht die 25% plus dabei. Wäre es ein Schwachsinn, das jetzt schon zu kaufen.
Okay. Was wollte ich jetzt schauen? Irgendwas wollte ich gerade noch kontrollieren. Irgendwas wollte ich jetzt kontrollieren. Und jetzt hat mich das Handy gerade abgelenkt. F. Ah ja, genau. Und zwar, wie viel kostet die Erweiterung? 5000 einen. 5000 eine Erweiterung. Frage. Zwölf. Eine Erweiterung kostet 12. Das kostet 15.000. Scheiße. Alles so teuer. Warum? Warum? Ich meine, wir haben durch das Ganze schon einige Gems machen können bis jetzt. Also durch das Legendary Crafting und so. Natürlich hat uns die 2,5 Tage oder was jetzt der komische Banda war. Wir haben uns einiges gekostet. Vor allem auch an Spiellaune. War schon ein Tritt in die Eier. Aber ja. Montag wären sie zu viert. Seid ihr verrückt? Ja, bitte um 9 Uhr. Genau. Können wir gleich mal aufschreiben, was sonst vergesse ich den Scheiß wieder. Wer ist denn CP, verdammt? CS! CS Corinna, ja.
Heute wieder Shop Titans. Weil der Bann ja wieder weg ist. Oder halt das Marktverbot. Du schaust bei Minecraft rein. Nice. Der Minecraft wäre eh geil. Ui, was hast du denn aufgeführt? Vermutlich einfach zu schnell gespielt und zu viel. Also da bei meinem Eigenkapital und bei meinem Level und bei allem halt ziemlich viel weitergegangen ist, weil ich halt gute Strategien hatte. Oder halt normale Strategien. Hat mich anscheinend irgendwer gemeldet, weil es ihn suspekt vorkam. Und dann wurde ich des Bottings bezichtigt. Ja. Und dann haben sie mir meine Gems weggenommen. Also das ist die Echtgeldwährung sozusagen. Und haben mir eine minus 5000 Gems Strafe draufgehauen plus Marktverbot. Und der Markt ist halt essentiell bei dem Spiel. Ziemliche Freiheit, einfach so das zu machen, aber ja, es hat sich... Ich habe dann denen gesagt, sie sollen meine Videos checken, damit sie sehen, dass ich nicht biete oder botte oder sonst was. Und jetzt haben sie es zumindest alles wieder hergestellt, so wie es sein soll. Bis auf das, dass ich noch nicht eingerankt bin. Aber es ist vielleicht mit dem nächsten Reset dann. Schauen wir mal. Zu hart gegrindet. Obwohl es eh nicht so wild war, meiner Meinung nach. Einfach halt normal dahingespielt. Und so ein Bot ist ja normalerweise über die Nacht auch aktiv. Und das war ja bei mir nicht der Fall. Ja. Was würde ich denn alles brauchen für Minecraft? Was müsste man denn da alles runterladen? Also auf CP, wen meine ich denn mit CP? CP. CP, CP. Genau, fuck, die ist ja auch. Scheiße. 16 Uhr. Ja, magst mitspielen? Dann schicke ich dir alles, ja. Ja, schick mal Corinna bitte, ja. Joghurt, yes, I got banned. I mean, I got banned from the market. And I got, they stole my gems. And they gave me minus 5000 gems on my account because probably someone reported me for, I guess, playing too hard, so they thought I was botting or cheating or something like this, so they banned me. Yeah, I wrote a ticket to
to the customer service. And yeah, I said they should check my videos on YouTube and everywhere, so that they can see that I'm not cheating. And yeah, so they restored the whole stuff, and the market ban was cancelled too. So everything should be normal again. Everything should be normal again. The only thing what's left is that I'm not ranked right now. So I'm not ranked. Yeah. It sucks a little bit, but the market works, my gems are back, so all good. Hast du Minecraft schon mal? Minecraft habe ich noch nie gespielt. Nie. Damn, that sucks. Yeah, I was gonna say about YouTube vids, because I see you post your gameplay in the plot. Yeah, true. Oh, you can speak English in here, nice. Fresco, yes, I can. Of course. Yeah, as I said, I told them to. They have to check my videos. That was the eighth message I wrote them, because they didn't get it on the first place. So I said it very clearly that they have to check my videos. So yeah, they did, and yeah, all good so far. No, I meant us. So yeah, of course. Sometimes channel don't want you to speak different languages. No, okay. English is completely fine here. Okay, dann musst du dir mal einen Account machen. Ja, wo mache ich denn einen Account? Schick mal einen Link bitte auf die richtige Seite. Feel free to talk English in here. Hope you get back all the stuff they took from. Yeah, everything was wiederhergestellt. Das heißt, das ist schon wieder. Fallen mir schon wieder die einfachsten Worte nicht ein. They gave me all my stuff back. Yes. The only thing that's left, as I said, is that I'm not ranked. Probably just haters reporting you is my guess for the band. Yeah, restored, genau, restored. Ich hab's vorhin auch gesagt. Danke. Yeah, my guess is the two. Some people saw me grinding really hard. They saw my net worth peaking higher and higher. And they thought, yep, this guy must be botting. Let's ban him. Or let's report him. It is what it is. But the good thing though is that I have everything on video, so yeah. They can suck my balls. Ah, Corinna, du hast es mir schon geschickt, ja? Da mal spielen, Spiel kaufen und Account machen. Der zweite Link. Voll der Minecraft. Was soll ich da kaufen? Die Deluxe Edition oder was?
Bedrock, Minecraft Launcher, Minecoins, 5 Karten, 5. Hä? Braucht man das, oder was? Das sind alle Mods und quasi die Server-Versionen, okay. Nee. Also die Deluxe-Edition brauche ich in dem Sinn nicht, oder was? Könnte mir quasi die Standard-Version kaufen und fertig, oder? Was ist da mit den Add-ons? So, das Minecraft Legends und was da dabei steht. Brauche ich davon irgendwas? Minecraft Java Edition, okay. Ja, Corinna, gehen wir mal Discord, ja. What the fuck? Hallo? Hallo? Achso, dass das jetzt so gemacht, okay. Der Michi hat, ich meine, früh hat er vor ein paar Tagen angerufen gehabt. Ja. Weiter? Deswegen haben wir es so gemacht jetzt. Cool. Jo. Malaise. Ja, wir kennen das gar nicht mit der Deluxe und der anderen Minecraft. Das soll es noch nicht geben. Okay. Also ich bin halt nicht mal on-stream bei Shop Titans, genau, damit ihr es wisst. Ja, ich hab die gerade gemutet. Was? Wo ist mich gemutet? Ja, im Stream, wir schauen nebenbei deinen Stream an. Ach so, cool. Minecraft. Also zumindest habe ich. Ja genau, die normale Minecraft, nicht Deluxe Edition, weil keine Buße das gibt. In Minecraft normale Edition 30 Euro enthält die Java Edition, die Bedrock Edition und den Launcher, ne? Ja. Ja. Also du bist ja da früh 05, oder? Ja, das bin ich. Okay. Okay, klick den Shit gerade an. Achso, warte, als Geschenk. Nein, nicht als Geschenk kaufen, für mich kaufen. Aber warum ist das da ja? 30 Euro. Wie viel haben wir damals gezahlt? Wir haben 5 oder 10 Euro gezahlt. Ja, wir haben noch in der Beta angefangen damals, glaube ich. Keine Ahnung. Aber 30 ist, ja. Jetzt ist die Frage. Ist die Frage, ob ich einen Minecraft-Account habe, gell? Ein Microsoft, mal schon, gell? Das hat man heutzutage wahrscheinlich versehentlich schon gemacht. Ja, ich glaube, das wird dann eher auch gezwungen, gell? So, du hast ganz dezent. Ja, das ist dann. Es ist also nachher sogar der Launcher drinnen, quasi beim Xbox Play. Aha, wir aktualisieren unsere Nutzungsbestimmungen, bla bla bla, weiter. Sind Ihre Sicherheitsinformationen noch korrekt? Sieht gut aus. Ja. So, jetzt muss ich doch mal meine Leute wieder auf die Reise schicken. So, Optionen. Also ich bin kompletter Minecraft-Noob, gell? Also ich hab's wirklich noch nie gespielt. Okay. Also, mit mir kannst du nicht wirklich rechnen für irgendwas Positives. Das ist wurscht. Ich würde wahrscheinlich mehr kann jeder sein Ding machen oder man macht irgendwas gemeinsam oder das ist ja. Ich würde wahrscheinlich mehr Scheiße bauen als alles zum Wert. Passt. Wir haben ein Ranking konfiguriert, dass ihm angezeigt wird, wer wie oft schon gestorben ist. Irgendwer muss das anführen, ja. Also. Yay, ich bin irgendwo Erster dann. Yay! Jawohl. Naja, ich sag immer so, wir haben an den Abend, glaube ich, ja, wie lange war ich drinnen? Eine Stunde vielleicht.
Plan. Der Michi allein ist da fünfmal irgendwo oben geflohen. Dann haben wir gesagt, das brauchen wir. Stealth. Das passt. Nur noch wenige Schritte, bis du Minecraft, Java und Bedrock Edition für PC. Was? Okay. Minecraft, Java, bla bla bla. Los geht's. Zahlungsmethode hinzufügen. Was fügen wir denn hinzu? Mobile. Warum kann ich da PayPal nicht dazu? Jawohl, doch. E-Wallet, PayPal. So ist es. PayPal. Bei PayPal anmelden. Jawohl. Geld auswichsen. Hat man nochmal die Texturen-Packages eingefügt? Wo ist es nochmal gegangen? Oh, okay. Hauptmenü? Ich hab das schon so viele Jahre nicht mehr gemacht. Stimmt, im Hauptmenü muss das gemacht werden. Extra Packs oder so irgendwo. Optionen. Vor allem gibt es keinen Fenstermodus? Eigentlich Windows Mode. Ich spiele die ganze Zeit Windows Mode. Bei mir ist es Vollbild. Nordspeiern. Was? Naja, Guthaben zuerst verwenden, zustimmen und weiter. Wenn sie. Aha. Haben Sie PayPal angemeldet? Ja, Vorgang abschließen. Straße, Hausnummer, what the fuck. Was? Postleitzahl falsch. Komisch. Also warte mal, das ist für Deutsch. Warum? Hä? Warum kann ich Deutschland nicht auf Österreich ändern? Hä? Arschen. Falsch format. Land, Region würde ich gerne auf Österreich ändern, aber nö. Ah, warte mal, warte, da oben geht's nochmal extra, ist das bescheuert. Das ist bei der Postleitzahl vielleicht ein Nuller davor, dass sie fünfstellig ist. Wenn er sich dafür aufregt. Ist das dumm. Das war jetzt das dumm. Das hat mir schon mal irgendwo funktioniert. Nein, du ist oben so eine kleine Sparte, muss das Land ändern, ja. Und das ja, kann man schneller mal überlesen. Ah, Hattern habe ich es gefunden. Zeit, so. Okay. Schauen wir, ob wir irgendwie ein Legendary oder so abgreifen können. Nope. Wir wollen Alessandro nochmal fragen. Ja, Vorgang abschließen. Alter, die Scheiß hier, ne? Die wär ich so grillend, ne? Hoppla. Warte. Ich will nicht sagen, ich hab den Scheiß jetzt. Ich
Fuck. Was ist passiert? Mal schauen, ob da nicht alles versehen sind. Transactions anzeigen. Na, sollte passen. Das ist ja. Ich habe die Microsoft Software, bla bla, ja. Natürlich habe ich das gelesen. Natürlich, was steht in Zeile 7? Du sollst nicht lügen. Okay. Hä, wo bist du unterwegs? Ich habe gerade voll die Riesenhöhle gefunden. Da. Aber du bist doch hinten, uff. Kann nicht sein, dass es bei mir jetzt laggt, oder? Na, no, ist okay. Meinst du Discord? Oder das Stream? Ja, generell. Stream und Discord und so. Nein. Nee. Ja, Discord ist komplett okay. Okay, passt. Stream habe ich jetzt gehabt. Alles wunderbar. Bei mir und auch. Windows wird aktualisiert. Ja, danke. Was? Was ist denn da Michi da raufgemacht? Auf selten geht Lava runter, auf der anderen Seite geht Wasser runter. Store? Uff. Im Endeffekt kann ich es dann mit einem Launcher von draußen ganz einfach starten, oder? Ja. Ja. Wir müssen dann noch ein paar Mods installieren. Ja. Aber dann einfach über den Launcher starten. Ja, ja, passt. Alter, Michi! Hat dann angestellt. Warte! Der ist irre! Hm? Er hat die Woche Schulung gehabt, das heißt, er war fast durchgehend online. Unter der Woche. Gute Schulung gewesen. Ja, wir bezahlen ihn mit unserer Steuergelder. Yeah, da kommt Freude auf. Ja. Ja, das darfst du nicht aufdenken. Ne? Alter, was ist mit ihm? So. Ach so. Aha. Also, die müssen wir jetzt alle freilassen. Ich glaube, nur gerade dadurch. Wir haben Schwierigkeiten, eine Verbindung zum Microsoft Store herzustellen. Versuche es noch einmal, okay? Alter Schwede, Miki. Hätte ich vermutlich nicht beenden sollen, das. Herunterladen. Okay, jetzt könnte es sein, dass es laggy wird. Schauen wir mal. Ich glaube mal ein bisschen was für mich. Merkt das denn nicht? Nein, herunterladen. Hey, selber farmen, nichts klauen da. Michi hat der Schuld aufgestellt zur freien Entnahme. Wird das jetzt heruntergeladen oder nicht? So, jetzt müssen wir noch das mit der Forge machen, damit du dann auf dem Server ankommst. Nein, warte mal. Das wird generell erst heruntergeladen oder keine Ahnung, was der gerade tut. Was du mir meinst. Ja, viel ist es nicht. Minecraft ist wirklich nicht groß. Ja. Ja, oder langsam muss Java unterbaut werden. Plätzchen auch noch überladen, glaube ich. Nee. Da ist sicherlich noch einiges. Schauen wir mal. Da läuft da nix.
My Realms. Java Profilname einrichten. Wir müssen erst wissen, wie wir dich ansprechen sollen. Der von dir ausgewählte Name ist für andere Spieler innerhalb von Minecraft Java sichtbar. Okay. Alarm. Ja. Okay, jetzt kann ich ihn dann auf die Whitelist hinzufügen. Vorher hat er mal gesagt, der Spieler existiert nicht. Aha. Du bist bereits, was? Also du bist bereits so. Startprogramm herunterladen, was? Ja, jetzt existiert der Spieler. Um mit dem Spielen zu beginnen oder rufe deine Profilseite auf, um dein Aussehen im Spiel zu ändern. Okay. Startprogramm herunterladen. Habe ich den gerade nicht heruntergeladen? Wird's AFK. Ja. Launcher für Windows. Pass auf, was haben wir vorher? Microsoft Installer. Ja. Das ist ja gerade am Herunterladen. Okay. Microsoft. Du kennst da die Sachen, was Microsoft. Ich da geschickt habe. Ja. Könntest du da mal runterladen. Ja, jetzt haben wir eins noch und anderen. Mal schauen, ob dort der Download überhaupt durchgeht. Ah, den habe ich ja schon. Ja, passt schon. Gebrochen. Ja. Chronik entfernen. Passt. Oder eines zurückgehen, zum Profil gehen. Okay, jetzt kann ich da meinen Skin ändern. Okay. Komm, den Charakter. Ich krieg jedes Mal Flashbacks, wenn ich wieder das Spiel, weil dann muss ich mir jedes Mal an einen Kirchdog an oben im Starnfeld erinnern. Okay. Hä? Da haben wir aktiv Minecraft gespielt früh. Am Kirchdog? Na, was? Ja, bevor wir nachher aufgefahren sind zum Starnfeld nach Kirchdog. Okay. War ich da dabei? Du warst dabei. Okay. Michi war auch da dabei. Zuerst sind wir nach Sachsenburg gegangen. Da haben wir nachher die anderen zwei am Boden gecatcht und nachher der eine hat den anderen die Schuhe ausgezogen und dran gerochen. Okay. Und dann sind wir mit der Madeleine zusammen aufgefahren mit dem Bus nach Starnfeld. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und vielleicht nicht besser so. Da war einiges los. Da hat sich ja der Michi so stark in die Madeleine verknallt nachher damals. Dann hat er anschauen müssen, wie der Philipp mit dir umgeknutscht. Davon war es ja nichts mehr, überrutscht zu. Du warst sowas von dicht. Ja, was glaubst du, dass wir mir gesoffen haben? Davor habe ich, glaube ich, überhaupt mit einer anderen umgesprungen gehabt. Ja. Was war sie? Wilde Zeit. Das war die Aufstellung von die. Ah, wilde Zeit. Von die Jägermeister. Ja, ja. Oder nein, du wurde nach. Die eine angeschrien hast. Lass das ja doch! Ja, sicher! Die können doch nicht unsere. Wie, du rammst das jetzt weg! Ja, die können nicht unsere Erfolge einfach da so wegrahmen. Angeschrien habe ich sie nicht, ich habe sie nur ein bisschen intensiver darauf aufmerksam gemacht, dass wir das noch brauchen. Ja. Hey, die Kiste ist halt verkauft worden. Yeah, ein paar zumindest. Gems.
37 Kisten verkauft worden für irgendwo 600 Neus. Ja, die können sterben. Karina, du hast echt immer noch Untertitel in Minecraft. Nee, ich hab das eingestellt. Also bei mir. Ja, Alektona, hallo, servus. Servus. Hallo, hallo. Ja, bei mir ist jetzt gerade der Minecraft Launcher Installer. So. Und da steht die ganze Zeit herunterladen. Ich sehe da aber keine Prozente oder keine Leiste, die sich füllt. Lädt der herunter oder ist das jetzt komisch? Weiß man nicht. Also da ist eine grüne Leiste, da steht herunterladen, Punkt. Hast aber du links eine Spalte Minecraft Java Edition, Minecraft for Windows, Minecraft Dungeons, irgend sowas? Nein, es ist jetzt nur so ein kleiner Launcher. Dings. Runterladen? Keine Ahnung, was du gerade hast. Ja, lass uns einmal laufen. Schauen wir mal, was passiert. Fuck, wann hattest du Geburtstag? Vor 2 Tagen. Alles, Gute nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Ja, alles Gute nachträglich. Dankeschön. Ja, schauen wir mal, ob sich da irgendwas tut, aber keine Ahnung. So, jetzt können wir, du hast die Sicherheit an das Xbox-Ofen, oder? Wer? Von Microsoft, du. Na? Irgendwas downloadet. Es wird gerade ein Launcher oder irgendwas downgeloadet. Ja, pass auf, und zwar, wo man das einmal anders. Schauen, dass da ja nichts FBI-Qualtes gesehen hat. Screen Capture war. Ja, so schaut das aus. Nichts bei mir im Stream. Hey Nina. Ja? Das ist jetzt gerade das, was ich die ganze Zeit sehe. Launcher, Installer, herunterladen. Ja. Das ist das nix? Ja, keine Ahnung, ob's was tut oder nicht. Schaut halt komisch aus. Ja. Weil da würde man sich ja eigentlich eine Anzeige wünschen, wo man sieht, wie viel Prozente schon heruntergeladen wurden, beziehungsweise wenn sich die Leiste halt füllen würde, wäre auch schon mal geil. Aber dann machst du nix. Viele Eier. We need more balls. Zögerung ist ein bisschen lange, aber mein Gott, geht. Alektona, was läuft bei dir? Wie geht's? Nee, Samstag genießen. Ja, los Nina. Minecraft, let's go. Na, im Shop Titans grinden oder hast du schon aufgegeben? Herunterladen. Schön.
spiele Minecraft. Ich wollte gerade zum Michi gehen, Sachen klauen aus seinen Kisten. Ja. Und wie ich dort bin, realisiere ich das, was ich suche, habe ich im Inventar. Wow. Nicht der Ernst. Ja. Oh. Und ich will die ganze Zeit Hocken für die Barmer machen und brauche die ganze Zeit das falsche Item. Cool. Also ganz gern. So. Let's go. So, auf meinem Profil Launcher herunterladen. Ja, den haben wir ja schon. My Realms. Kurz auf K, gleich wieder doch. Ja. Ich lade jetzt nochmal den Launcher herunter. Ja. Und das nochmal neu starten, weil das ist ein bisschen sass irgendwie. Bist du sicher, dass du das Spiel verlassen möchtest? Ja. Ich spiele viel zu viel Shop-Titans. Nice, good job. Genau so muss das sein. Aber pass auf, dass nicht zu viel spielen, weil sonst wirst du gebannt. The Progress führt zu Ban. Du hast die Spendierhosen an, oder wie? Aha. Naja gut, das hat es jetzt nicht gehört, die ist auf dem Klo. Oder wo? Spaghetti Carina. Spaghetti Carina. Spendiert die Corky, passt nehmen. Ja. Darüber habe ich gestern auch kurz nachgedacht. Über was jetzt nochmal? So, die Launcher 2.0 ist heruntergeladen. Updating Minecraft Launcher, downloading update files. Okay, jetzt macht er irgendwas. Minecraft Updater, okay. Aber ich hab da jetzt nirgends einen Launcher dazu bekommen. Wenn die Installation fertig ist, solltest du endlich einen Minecraft-Launcher im Startmenü haben. Ja, eben, ne? Das habe ich jetzt gerade gesucht. Aber noch ist nichts da. Mal schauen, jetzt geht eben gerade ein Update dadurch. Da sehe ich zumindest eine Leiste, die was sich füllt. Gut, dann wird schon was werden. Das 6 zu viel online sein. Ja. Viel online sein bei Shop-Items kann man im Prinzip nicht. Bei mir wird es wirklich nur jemand gewesen sein, der was halt quasi ja die Rangliste ein bisschen im Auge behalten hat und der wird da gesehen haben, dass ich ziemlich harten Progress gemacht habe. Und dann hat er aus Neid oder aus keine Ahnung warum halt mich reported, schätze ich einmal. Aber gut, ist wie es ist. Derzeit ist eh alles wieder in Ordnung, von dem her scheiß drauf. So, updating Minecraft Launcher. Braucht noch eine Weile. Bug.
was ich jetzt tun werde. Ich werde mir meine Snips holen, weil meine Snips ist. Klingt nach einem Plan, gell? Mhm. Wie, hab Spendierhosen an? Du hast Spendierhosen an und du willst der Alec Dona eine Runde Minecraft zahlen. Marina hat kein Geld mehr, sie hat einen riesigen Fernseher gekauft. Ja. Aber großer Fernseher ist geil. Ja. Yeah, it's Snips. Oh. Right. Cool. So. So, irgendwas ist jetzt passiert. Jawohl, Microsoft anmelden. Deutsch, Deutschland. Nein, Österreich, please. So was? Ah, Dialekt kannst du da einsetzen, Österreich. So, nicht wirklich notwendig, oder? In-game. Aha. In-game kannst du dann vielleicht komische Sprachen einstellen. Oder vernünftige Sprachen, österreichisch. Es gibt Deutsch, Deutschland, es gibt aber kein Österreich. Weißt schon. Ö-Dalska gibt's. Ö-Dalska. Geil. Erstelle ein, die Migration vor allem ist beendet. Melde dich. Microsoft anmelden. Okay. Xbox. Willkommen zurück, Malam. Auf geht's. Klingt gut. Ja, und bei mir steht Weihnachten und Geburtstag von der Maus vor der Tür und ihr habt keinen doppelten, nachdem ich erst vor 2 Monaten angefangen habe. Scheiße. Das ist nicht gut. So, jetzt habe ich da einen Launcher offen von Minecraft, wo ich Minecraft Java Edition spielen kann. Mhm. Und Minecraft for Windows. Und Minecraft Dungeons. Und Minecraft Legends. Ja, sind aber viele Minecrafts. Anscheinend. Ja, das ist das normale im Launcher. Was war? Echt? Mhm. Wir ignorieren es noch immer. Okay, was muss ich jetzt tun? Am zweiten Link, was ich da geklickt habe, die ganzen Sachen, was da drauf sind, runterladen. Warum wird mir der Launcher nicht im Links angezeigt? Wird mir nicht im Startmenü angezeigt, das sagt ein bisschen. Ja gut, okay, warte. Zweiter Link. Jetzt muss ich die ganzen Shit-Dinger da overloaden, oder was? Yep. Und dann irgendwie im Twitch, in unserem Twitch-Call siehst du da die Chat-History, weil da müsste ganz... Twitch-Call, nicht Discord-Call. Ja? Okay, ich Twitch, ja. Danke. Chat History im ganz oben, Discord Call. Ja, bin ich schon. Mods 10.20.1.zip. Ja. Also das ist das gleiche. Das ist das gleiche, wenn ich da auf Download drücke, dann macht er ladet er alles aber, was ich brauche. Ja. Ja. Also Corinna Indiemann, du hast ihm die Mod-Seiten geschickt. Ja. Ja. Okay, jetzt. Also die Seiten von. Ja. Jetzt lade ich gerade das aber, was du mir vorhin gesagt hast. Mods fertig. Okay. Ja. Genau, jetzt habe ich die ganzen Files. Muss ich die irgendwo hinkopieren, extrahieren oder sonst was? Da gibt es dann so einen Pfad unter C. Warte mal. Klicke A. Zack. Also musst du eine von den Files ausführen, die da drinnen ist. Darum geht's. Hä? Aber. Karina, was schickst du ihm gerade für Anleitung?
Die AppData Roaming Minecraft Mods. Das heißt, du dort reinladen musst. Aber ich muss jetzt erst einen Forge Install ausführen. Mhm. Hä? Ich muss den Forge Install ausführen. Ja. Okay, wie mache ich das? Muss ich den Scheiß zuerst einmal extrahieren oder was? Ja. Es kann sein, dass. Also die Mods das, ZIP extrahieren, ja. User Philipp Downloads Mods extrahieren, oder? Jawohl. Okay. Und schauen wir mal. Weiter produzieren. Einer beim Haus und hab schon wieder 7 Eier. Das kommt unter die Erden. Aua. Das geht nicht. Gut, so, kurz mal schauen. Weil es übernimmt man nämlich nicht. Also ich habe die Mods jetzt gerade in meiner Download-Listen drin. Sind da eine extrahiert. So. Wenn jetzt noch auf die Datei Forge 1.2 bla 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 Installer ja. draufklick, dann tut sie nichts. Nichts, okay. Ist eine Char-Datei, steht da? Ja. Das kann gut sein. Carina, bei dir hat das mit Doppelklick funktioniert? Ja. Yep. Okay. Sekunde. Sorry, Rotsko. But we have no room at the moment. Sorry. Was? Kann sein? We have no space, so.
Hallo? Ja. Hallo? Und was kann es sein? Was wolltest du erklären? Okay. Du suchst es gerade. Also. Dann schickt er da was und nachher installierst du es zuerst, nachher geht's. Nö. Okay, nicht. Okay. Ah, okay. Und. Ja, gleich. Scam? Fragezeichen? Im Discord-Chat. Ja. Kannst du im bei deinen Downloads einen CMD-Fenster aufmachen? Da. Hallo? Ja? Nochmal, hallo? Das war jetzt abgehakt. Im. Ja. Mach mal. Ich bin jetzt gerade in Downloads. Ja. Jetzt gehst du auf Windows und gibst dann mal CMD ein. Also aufs Windows-Symbol links unten und gibst CMD ein und gibst und drückst Enter. CMD? Ja, das ist eine gute Idee. So kommt man am schnellsten hin. CD Downloads. Also eingeben CD Downloads. Ich vermute, du hast den Downloads-Ordner. CD Downloads. Ja. Oh fuck. Das will ich ja probieren. In welchem Ordner genau hast du die Mods jetzt drin? Die sind derzeit einfach nur in normalen Download-Ordner bei also diesem PC. Also direkt im Download-Ordner bei dir? Ja. Du hast es falsch geschrieben. Downloads? Ja. Achso, eins vergessen. Ja, stimmt. Also ich habe das, wie gesagt, jetzt nur in Downloads-Ordner drin von diesem PC. Mhm. Muss ich die einfach mal irgendwo hinkopieren? Einmal fürs Erste. Nee, mach das einfach mal bei CMD. Du hast einfach CD leer, Downloads. Schreibst du musst rein. Im Command Line Fenster musst du in den Downloads Ordner wechseln. Darum geht's jetzt. Zu dorthin, wo die Mods sind. Und wenn es so installiert ist wie bei der Carina, dann geht das mit Doppelklick, aber das haben die meisten Computer heute nicht mehr so installiert, deshalb müssen wir das so machen. Aha. Also Carina, die Anleitung, wie du sie kennst, funktioniert nur bei dir. Ah, oh, okay. Nice. Okay, jetzt habe ich das CMD-Dings offen. Genau. Weißt du, das kleine, oder? Das schwarze Ding. Kannst du uns das eigentlich vielleicht im Discord screensharen? Das wird alles einfacher machen. Naja. Nicht unbedingt auf Twitch, aber. Ja. Wahrscheinlich bin ich eh komplett falsch. Warte mal. Okay. Warte mal, machen wir gleich. Alex Donan, nur ein bisschen mit der Familie zusammengesessen. Und einiges getrunken gehabt und das war's dann schon. Nichts Aufregendes, so wie es sein soll. So, wenn wir schnell was verkaufen. Kennt ihr das, wenn man einfach mega einen Drang hat, Schokolade zu essen? Oh Gott. Okay, Screensharen. Das macht's einfacher, als wenn wir da raten, wo du unterwegs bist. Go live. So muss ich jetzt extra Screen 1, da ist am Rahmen. Oh live. Ja. Größer machen Disk. Aha, die Qualität ist ja ein Traum, aber ausreichend, um zu raten, worum es geht. Ja.
FPS. Nice. 6 soll es, ja? Ja. Ist das das Richtige? Ja. Deshalb, ich gebe ein DD. Tut in den Command-Fenster. DD und der Downloads. Großes D. Also ist das wichtig? ACM System 32 Ordner. Was? Jetzt ja kein Franz aus. Stimmt, ja, hast recht. Der ist gar nicht bei C-Users drin. Ja. Also das Falsche muss ich jetzt anrufen. Gib mir noch eine Sekunde. Ich probiere jetzt selbst das aus, bevor ich wieder eine Anleitung sage, die nicht funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. So, das geht so nicht. Ja, okay. Was ist denn der Username auf Windows? Ich sage PC. Sorry, es gibt immer 25 Varianten, wie man das machen kann. Ja. Geh in deinen Downloads-Ordner, das ist der schnellere Weg. Ja. Oben in der Zeit. Ja, da wo die Mods liegen. Also in den Mods-Ordner. Genau. Da und oben in der Zeile, also die Adresszeile da oben. Genau. Ah, da schreibst CMD und drückst Enter. Als Löschen CMD eine schreiben und Enter drücken. Besser. Und jetzt. Ist gleich drinnen, ja. Ja. Und jetzt kannst du die erste Zeile, die ich geschickt habe, da reinkopieren. Das C-Programm-Files Minecraft Launcher. Genau. Aber ohne die Gänsefüßchen um. Mit den Gänsefüßchen. Mit? Echt? Ja. Okay, Entschuldigung. Ah ja, stimmt, da passt schon, ja. Genau. Das soll das dann starten. Aber muss ich irgendwas löschen oder dort einfach nur eingeben? Rechtsklick einfügen in diesem Fenster, ja. So. Oder auch der Steuerung fragen. Was? Genau, und Enter. Passt. Hast du einen Minecraft-Launcher? Kannst du mal installiert? Einige, das ist ein Scheiß. Du hast der Launcher? System kann den angegebenen Pfad nicht finden und hätte das andere vorher löschen müssen, ja? Nö, das hat, was ich erkennen kann, weil man kann nicht lesen im Discord-Screenshare. Das geht schon. Das ist scheiß Qualität, oder was? Gibt's nicht. Ja, gratis Discord ist scheiß Qualität, also Text kann man nicht lesen. Ach, cool. Der Pfad konnte nicht gefunden werden. Muss ich da irgendwie was löschen oder was? Das ist schon okay. Du hast Minecraft Egon, du hast nirgendwo anderen Ordner ausgewählt, wo es hin installiert werden soll, oder? Minecraft ist. Das ist eine gute Frage, wo es installiert worden ist, gell? Wo ist denn der Minecraft Launcher installiert? Mal gleich schauen. Programme, geh mal Programme. Ah, Minecraft Launcher. Ah, ja. Nicht Microsoft, sondern Minecraft. Ich glaube, ihr doch wissen, oder? Was ihr erraten kann. Warte mal, jetzt können wir mal schauen. 86? Oder wo bist du jetzt drin? Microsoft. Mozilla MS Build Minecraft ist doch nix, warte mal. Oh. Ach so. Warte mal. Da ist auch nix. Und der Fuck.
das? Irgendwas? Red List? Nope. Hä? Nirgends installiert, oder was? Wo ist Minecraft-Launcher? Warte mal. Lass ihn das einmal herunterladen, das schaut sicher nicht. Ja, das tue ich. Lass ihn mal herunterladen und schauen. Kannst du uns im Startmenü Minecraft. Du warst jetzt gerade abgehackt. Aha. Im Startmenü auf Minecraft Launcher rechtsklick. Open. Open File. Ja, warte, Glenn. Ja. Ich muss ja meine Units wieder losschicken. Das ist ja noch der Download, glaube ich. Ja, der Download ist noch da. Dauert ja noch eine Weile. Die Bäume sind schon wieder nachgewachsen, nice. Der Moment, wenn du das Geräusch vom Eierlegen hörst. Wenn du die aufklopfst, weißt du, dann macht sie immer so plopp. Und dann nach Huhn ganz langsam wegläuft von dir, weil dich anschaut. Was Bescheid, ne? Fuck. Minecraft Launcher nicht im Startmenü? Taucht der da nirgendwo auf? Na, komisch. Was hast du installiert? I don't know. Auf jeden Fall steht da Minecraft 16. Das ist ja, der, ne? Er läuft, aber er hat eine andere Farbe als bei mir. Okay. Also in der Taskleiste ist meiner braun. Also so, nicht grün. Okay. Scam. Die war komischer. Nee, hast du von Microsoft auch geladen. Wird schon passen. Ja, lass mal den Download durchlaufen, dann schauen wir weiter. Jetzt gehe ich unter die Erden. Echt schon so schlimm. Dafür habe ich Snips. Erst. Ich hole mir jetzt noch gleich die Bomben. Brombeeren? Die Pombeeren. Pombeeren. Die Pombeeren. Dann die Pombeeren. Die Chips? Ficken. Ja, aber nicht so gut wie die Snips. Ja, Erdnuss-Snips sind halt schon geil, ja. Irgendwie habe ich heute überhaupt keinen Legendary Luck. Nervt. Nervt! Corinna, du bist schuld. Ja, kein Problem. Passt. Bin eh immer ich schuld. Ja, eben. Ja.
Ah, der Stream wird jetzt ein bisschen laggen, gell? Ja. Beide Streams von dir sein okay, würde ich sagen. Okay. Ist die Twitch und Discord offen daneben? Beide sein flüssig. Okay, gut. Na gut, Shop-Titel ist jetzt nicht unbedingt so der Fresser. Aber bei meiner Leitung würde mich nichts wundern. Ja, dauert nicht mal lang, dann ist eh gut. Naja. Jetzt deine Leitung? Naja. Es sollte. Macht die Telekom was? Ja, es sollte was kommen. Aber ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie. Was weiß ich. Also, sie haben mich bei uns schon einmal aufgemacht da draußen, die Leerverrohrung wäre schon da. Mhm. Aber jetzt geht es eben dann darum, die Glasfaser heißt das, glaube ich, einziehen. Ah. Ja. Aber ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch keine Infos, wann oder ob das kommen soll. Weil da hast du eine gewisse Anzahl an Prozent in der Gemeinde gebraucht, damit es überhaupt gemacht wird. So. Ja, ich habe einen Bescheid gekriegt, dass es gemacht wird bei mir. Okay. Sie oben beim Haus. Sie jetzt generell, glaube ich, relativ voll ausbauen. Ja. Ohne, dass ich jetzt die Gemeinde aktiv ja. bewerben muss. Und ja, so. Unterm Strich ist es eine Augenauswischerei, weil sie werden es so oder so tun. Glaube ich. Ja, wir sind ja schon so viele Jahrzehnte hinten noch damit in Österreich. Auf jeden Fall, ja. Normalerweise. Das ist immer noch immer die bessere Infrastruktur ist wie Deutschland. In der Hinsicht. Ich weiß ja nicht. Ja, das. Ja, Deutschland ist Songs, ja. Ist jetzt nicht das beste Vorbild dafür. Ja. Generell ist er trotzdem scheiße unterwegs. Ja. Aber Deutschland noch blöder. Ja. Ja. Aber wie ich schon einmal gesagt, dass es mega ätzend ist, mit Holzwerkzeug zu arbeiten. Nö, aber ich verstehe es. Boah, ey, ich brauch Metall, so schnell es geht. Warum hast du nur Holz? Ich hätte erst runtergekraubt in die Erden. Aha. Und sind nicht bei Michi klauen will. Also habt ihr beide eigentlich gerade erst neu angefangen, oder was? Wir haben erst gerade die Woche angefangen, ja. So. Den Server am Dienstag gestartet, aufgesetzt. Und eine Stunde, zwei Stunden vielleicht gespielt. Cool. Oder mich hat eben die ganze Woche durchgespielt. Okay. Und ich schon etwas weiter. Nice. Jetzt kommt's mir, ich hab gar keine Musik. Was hat das mit dem Download? Keine Ahnung, was der gerade tut, aber. Schaut aus, als ob es bald einmal fertig wäre. Gut. Nice. Okay.
Press Enter to enable Generator. Bababab. Was los? Language. Deutsch, Österreich, jawohl. Spruch. Weiter. Alter. Na geil. Möchtest du den Erzähler aktivieren oder die Einstellung für Barrierefreiheit suchen? Alter, nein, das tue ich mir nicht an. Ich stelle das auf Deutsch um. Bast. Bast. Die Übersetzungen sind möglicherweise nicht ganz genau. Bast. Scheiße. Ja, aber dann gibt's noch teilweise Begriffe für die Sachen, was in-game sind. Da denkst du, what the fuck, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Ah, geil. Schon wieder ein Pluspunkt. So, warte mal. Jetzt an. Müssen wir da kurz nochmal Sachen verkaufen? Jetzt habe ich im Hintergrund die Mucke. Wenn ich jetzt fortfahre, dann werde ich wahrscheinlich ins Spiel eingeloggt, oder? Ich sehe das richtig. Ja, aber eben, wir müssen noch das mit den Mods machen. Ja. Option, Schrift. Warum ist das so klar? Müssen wir das größer stellen? Gut, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ah? Habe ich irgendwas Falsches runtergeladen? Aber ich würde sagen, wir installieren jetzt einfach mal Java an sich, damit du das Ding ausführen kannst, weil mit dem Minecraft Launcher musst du auch mal zu spielen. Das ist zu umständlich. Ich habe den komischen Launcher sowieso nicht da. Das ist voll dämlich. Nein, ich weiß, was der Unterschied war, weil ich habe den Legacy-Launcher installiert und mit dem wäre das gegangen. Und du hast den neuen Launcher drauf. Windows Online Download und installieren. Windows Online. Ja, genau. Das ist Java. Ja. Haben wir gelesen. Zielordner soll er dann irgendwie bestimmen? Nö, einfach. Einfach lassen. Früher das Spiel verlassen. Ja, weil ich angegriffen werde von Zombies. Hm. Du wirst von Zombies angegriffen? Mhm. Okay. Ich hab Kohle gefunden. Nice. Cool. So, pass auf. Wo ist er? Da. Sie haben Java erfolgreich installiert. Wo ist er? Hm? Was ist mit meinen... Java-App öffnen? Nö. Start an, warte mal, da ist klar. Ist nee, das Java brauchen wir jetzt so nicht starten. Schau mal jetzt, ob du in C-Programme, ob da in Java drinnen ist. C-Programme x86 Java. Schau mal, ob das existiert. Mhm. Bevor wir jetzt weitermachen. Das mal jetzt. So, C-Programme x86, was will denn Java? Gut. Dann wieder da, wo wir vorhin waren. Okay. Das, genau, ich habe da neue Zeile in Discord geschickt.
Also eine neue, okay. Ja. Eine neue Sile. Enter. Stehen kann. Nicht. Nicht. Naja, könnt ihr jetzt nochmal probieren, das eine mit Doppelklick auszuführen, oder? Das kann sein, C-Programme. Sucht da der Pfad, oder? Ja, war eigentlich schon da. Aber ich bin Java Exe, ist doch da drinnen. Okay. Oder wir Programme falsch geschrieben. Ne. Der Programm war, weil bei mir ist auf Englisch, deshalb habe ich so auf Deutsch übersetzt, wie es ein Wort, das es wahrscheinlich am deutschen System heißt. Der Ordner. Weird shit. Watch installer jar, nope. Ja, und über Java sollte das dann automatisch... Ich sollte es ausführen können. In Installer ausführen okay. können. Ja, genau. Okay. Nice. 1700 Gems. Wenn du... eben mal im Downloads-Ordner, wenn das nicht so funktioniert, machen wir es jetzt anders. Im Downloads-Ordner den Forge-Installer. Ja. Rechtsklick öffnen mit. Warte mal. Mit genau, eine andere App auf diesem PC. Das ist ganz unten. Genau, C-Programme Java, wo wir vorher schon waren. Also C-Programme Java. Ja. Den Ordner aufmachen, den Bin-Ordner da drin. Und da ist ein java.w.exe. Ja. Ja, und das ist jetzt öffnen. Das sollte jetzt eigentlich... Hä? Was ist mit... Also irgendwie tut er nichts. Nein, es ist... Alle Varianten, die bei mir gehen bei dir nicht. Geil. Wilde Frage, aber könnte man mal auf die Forge-Datei einfach draufklicken und als Administrator ausführen klicken? Das würde mir jetzt gerade spontan einfallen. Ich glaube nicht, das kostet nachschauen, ob das existiert, aber ich glaube nicht, dass das drin ist als Eintrag. Wie als Administrator ausführen? Wird nicht drin sein, aber. Wenn du nochmal auf Öffnen mitgehst, ja. Ist es jetzt endlich drinnen da, was wir vorher ausgewählt haben, das java.w.exe. Ja. Ja, nimm das. Tut das jetzt was? Na. Gar nichts. What the fuck? Am anderen Monitor oder so, vielleicht. Na. Wenn es aufgegangen ist, gar nichts. Null. Hä?
Würde ein Neustart was bringen? Ja, bei Ihnen ist es ja auch wirklich kein Java-Symbol, gell? Bei mir ist es überall das Java-Symbol gewesen. Oh. Ja, du Sau, du. So. Java W hast du ja ausgewählt. Ja, oder? Java W Exe. Ja. Java W Punkt Exe. Mhm. Öffnen. Nö. Und das ist der Forge-Installer, wählst du aus, gell? Forge 1.20.2 bla 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 Installer Jar. Ja. Wow. Kann man nicht lesen im Stream. Mhm. Scam? Hä? Hey, warte mal. Bei mir hat der... Warte. Aber... Ja, soll ich mal probieren. Von der Corinna. Das nochmal einzeln rauszuladen, warte mal. Das sollte damit nichts zu tun haben. Auf jeden Fall nicht, nee. Weil er will das im Browser, ja. Ah, das ist, weil ich falsch eingestellt habe. Ja, Mann, jetzt müssen wir anders machen. Warum ist das jetzt dann eigentlich das abgespeichert? Löschen. Ich will den Scheiß löschen. Du kannst mal probieren, da in dies. Was war das? Nee. Ich habe jetzt gleich Missklick. Nein, aber etwas noch probieren, wenn in diesem Rechtsklick öffnen mit Dialog. Zusätzlich anhacken, standardmäßig damit öffnen. Dann sollte man nämlich also Java SE auswählen, genau, das, und unten das Hackeln auch. Corinna, jetzt ist das gleiche bei dir, gell? Warte. Naja, tut doch nichts. Jetzt ist es genau, jetzt ist es gleich und jetzt müsste es eigentlich mit Doppelklick drauf. Das tut nichts, er will es bei mir nicht ausführen. Oder Klick und Enter? Er will es nicht ausführen. Ja. Weil gleich hat gerade bei mir auch mitgemacht, nämlich, und das funktioniert. Aber, ja, würde vielleicht, ja. Vielleicht dass irgendein Programm bei mir gerade stört, so ein Streaming-Programm zum Beispiel. Ich nicht. Ja. Neustart bewirkt oft Wunder. Ja, Start am Monet. Ja. Das ist, glaube ich. Aber. Du müsst ja aber den Stream kurz beenden. Ja. Dann machen wir das einfach so. Das. Dass ich den Stream jetzt generell nochmal beenden werde. Weil dann können wir noch leichter rumprobieren. Dann schließe das sozusagen ab heute mal mit Job Titans. Vielleicht kommen wir dann später mit Minecraft nochmal online. Du wirst zum Minecraft-Streamer noch. Ja, warum nicht? Vielleicht zirkst du ja richtig.
Also ich habe wohl jetzt letztens auch zugeschaut bei den Run, was sie da gemacht haben. Was passiert, die ganzen Großen halt. Oder halt einige von den Großen. Die recht witzig ausgeschaut. Ja, Burner wird es wahrscheinlich nicht werden für mich, aber trotzdem. Na gut, ich gehe mal da aus Discord kurz aus und dann mache ich da eine Verabschiedung mehr oder weniger. Ja, passt. Und dann gehe ich nochmal einer bei euch. Musst du mich dann extra nochmal anrufen, Corinna, oder wie läuft das? Nee, du kannst da rechts oben im Chat einfach auf Anruf klicken. Wir können ja diesen Call auf irgendeinen Server wechseln. Sonst. Ja, ist also. Egal. Na gut, ich beende das jetzt einmal kurz. Bis gleich. Ja. Okay, so. Was ist dann das? Das ist das, das ist das. Das wird jetzt mal geschlossen. Das wird geschlossen. Ja. Okay. Man hat es eh mitbekommen. Wir werden jetzt schauen, dass wir da Minecraft ins Laufen bringen. Hier bei Shop Titans läuft eh alles normal weiter. Das ist eh der Standard Grind. Richtig interessant wird es erst am Dienstag wieder. Wenn das Update dann rauskommt mit dem neuen. Kommt der neue Worker da auch schon? Weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, Dienstag neues großes Update. Wir dürfen den Markt wieder benutzen. Wir haben ihn eh anständig benutzt im Sinne von, dass wir die Kisten verkauft haben und gleich mal 3500 Gems heute gemacht haben. Nice. Ich werde weiter meine Leute auf die Reise schicken, weil ich möchte natürlich noch zusätzlich Kisten erfahren bzw. Schlüssel und zudem auch selbstverständlich das Rezept freischalten. Wenn es gut geht, dann kommen wir es aus einer Kiste raus, aber das sehen wir dann eh. So, werde ich gezwungenermaßen mal einen Stream beenden und einen Neustart machen, werde aber dann nicht mehr mit Shop Titans online kommen. Wenn wir das Minecraft zum Laufen bringen, dann werde ich heute noch ein bisschen Minecraft streamen. Aber das sieht man dann eh. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, danke fürs Reinschauen. Ich bin froh, dass ich wieder ganz normal am Geschehen teilnehmen darf. Da war wahrscheinlich irgend nur einer neidisch, der mich da reportet hat oder keine Ahnung, was das sollte, aber jedenfalls ist halt, wie es ist. Es läuft ja. Eingerankt werde ich hoffentlich auch bald wieder werden. Oder vielleicht sogar besser nicht, dann hat man keine Neider oder so. Aber ja, sieht man dann eh. Gut, danke fürs Zuschauen, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, schönes Wochenende. Und vielleicht bis später bei Minecraft. Bye.